Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge zum Business Hippie Podcast. Dein Podcast für berufliche Klarheit und emotionale Freiheit. Ich bin der Ferdinand und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Denn heute gibt es eine ganz besondere Episode. Hier interviewe ich nämlich die Susi. Die ist eine Klientin von mir und die hat einfach in den letzten Monaten so eine krasse Erfolgsstory hingelegt, wo ich mir dachte, hey, das muss ich mit euch einfach teilen. Die Susi, die kam zu mir, als sie gerade frisch aus einem Burnout herauskam und gründet jetzt sehr bald ihre eigene Schreibagentur. Und was dazwischen alles passiert ist, das erfährt ihr in dieser Folge. Es geht darum, was quasi der Knackpunkt war, der ihr auch dann endgültig Klarheit gegeben hat für ihre neue Berufung und dass es vielleicht auch mal Steine gibt oder sagen wir mal, die Annahme von irgendwelchen Steinen, wo man denkt, die auf den Weg legen und die sie dann aber als etwas erpuppen, das ja einen sogar Kraft gibt oder sogar Unterstützung. Arg viel mehr möchte ich da auch nicht sagen. Zieht euch gerne die Folge rein, wie auch immer. Ich bin sicher, ihr könnt da auch selbst ganz viel mitnehmen und da möchte ich jetzt auch gar nicht arg viel mehr Worte verlieren. Heute freue ich mich ganz arg, hier eine Klientin von mir zu Gast zu haben, und zwar die Susi Rübrandt. Und ja, bei dir war das einfach so eine Erfolgsgeschichte, wo ich mir dachte, so, hey, das muss einfach raus in die Welt. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Gerne doch. Ja. Susi, magst du mal unsere Hörer einfach mal abholen? Wo standest du, bevor du mit mir zusammengearbeitet hast? Also wo standest du noch vor ein paar Monaten? Wie sah da so dein Leben aus, vor allem auch deine berufliche Lage und was war da so ja, der Wunsch oder der, sag ich mal, auch Ausschlag gewesen, warum du jetzt sagtest, okay, du möchtest dir das einfach helfen lassen? Also ich habe letztes Jahr im September, beziehungsweise fing es eigentlich letztes Jahr im Juli an, da wurde ich krankgeschrieben wegen Burnout, weil ich einfach nicht mehr konnte, war einfach alles ein bisschen zu viel. Und ich wusste schon in der Phase, dass ich nicht mehr in meinen alten Beruf zurückgehen kann. Mein alter Beruf ist aktuell Mitarbeiterin im Qualitätsmanagement. Ich habe aber ganz, ganz viele andere Sachen schon gemacht. Parallel während der Sache hatte ich ein anderes Coaching schon gemacht, zur Potenzialentfaltung und zur Achtsamkeit, einfach ein bisschen runterzukommen. Das hat mir sehr viel gebracht, aber es hat mich halt in dem Thema, was will ich im Anschluss danach machen, nicht weitergebracht. Und ich hatte nebenbei noch die RUSU gemacht bei der Laura Marlina Seiler und bin dann irgendwie beim Googlen auf dich gestoßen und habe dann gesehen, ein Coach für das Thema Berufung und dachte, ja, das ist genau das, was du jetzt brauchst, weil ich wusste nur, ich will was anderes machen. Ich kenne ganz viele meiner Stärken, aber ich wusste nicht, was so der Kern ist, was genau so meins ist. Also ich wusste mir überhaupt nicht mehr zu helfen, was ich wirklich machen will. War relativ verzweifelt, weil ich halt schon so viel gemacht habe und dachte, jetzt brauche ich jemanden, der mir einfach mal den Weg zeigt, was meins ist. Und dann habe ich dich angeschrieben, wir haben telefoniert und dann ging es los. Das haben wir jetzt auch, der ist auch recht intensiv miteinander zusammengearbeitet. Das ist schon über 3 Monate. Magst du einfach mal erzählen, wie du da den Prozess so erlebt hast für dich? Also die letzten Monate waren unglaublich intensiv, weil halt gerade in dem Coaching ja ganz, ganz viel aufgearbeitet wird. Es wird ja auch wirklich ganz viele Themen berührt, wo du sagst, da willst du eigentlich ungern ran, weil die teilweise echt unangenehm sind. Du musst dich ganz viel mit deinen eigenen Gefühlen, Emotionen auseinandersetzen und du musst ganz, ganz viel an dir arbeiten. Von daher waren wir immer ganz, ganz nah auch aneinander dran. Du hast ja auch ganz viel mitbekommen, was auch bei mir so im persönlichen Umfeld los war. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit und die hat mich innerhalb von kürzester Zeit unglaublich weit gebracht. Also ich hätte letztes Jahr im Oktober, als wir angefangen haben, niemals gedacht, dass ich dieses Jahr im Februar hier sitze und sage, ich kündige meinen Job und ich mache mich selbstständig. Auf den Gedanken bin ich in den Traum gekommen. Wo ist es jetzt, wo du jetzt gerade stehst? Also wie sieht jetzt so deine berufliche Vision aus oder sagen wir mal dein beruflicher Alltag und wie geht es dir auch damit? Also die Vision ist eigentlich schon dabei, Realität zu werden. Ich hatte dann, durch das Coaching hatten wir an diesen Mini-Projekten, habe ich ja verschiedenste Sachen ausprobiert und bin dann bei meiner großen Leidenschaft hängen geblieben, beim Schreiben. Hatte das in einem Netzwerk vorgestellt, die Idee, eine Schreibagentur zu gründen und hatte am nächsten Tag die ersten Aufträge. So wurde aus einer Idee wurde dann diese richtige Vision, das wurde immer mehr, immer greifbarer. Und jetzt habe ich schon die ersten Kunden,
habe mit meinem aktuellen Arbeitgeber gesprochen, dass ich, wie gesagt, nicht mehr weiter da arbeiten werde. Und wir sind übereingekommen, dass sie mich kündigen. Und ich bin jetzt gerade in der Gründungsphase von meiner Schreibagentur. Und mir geht es damit unglaublich gut, weil das hat sich noch nie was so leicht angefühlt. Es ist eine Arbeit, die keine Arbeit ist. Und das macht unglaublich viel Spaß. Ja, ich finde das auch, wie du dich entwickelst, ist auch einfach so toll. Und da würde ich auch da gerne ein bisschen einhaken, weil das mit den Schreiben, das war ja eigentlich auch nichts Neues gewesen. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie du sagtest, so ja, das habe ich halt die ganze Zeit eben schon gerne gemacht. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das eigentlich was für dich, für mich ist. Kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen, wie du das erfunden hast? Also ich habe Schreiben immer, so wie ich es mache, als selbstverständlich angesehen. Ich schreibe sehr schnell, sehr viel und sehr detailliert. Und ich habe in meinen ganzen Berufen, ich war ein paar Jahre in der Forschung gewesen als Wissenschaftler, jetzt bin ich, wie gesagt, Qualitäter, da musst du sehr viel schreiben. Ich habe die letzten 13 Jahre eigentlich mit sehr, sehr viel Schreibarbeit verbracht. Und es war meistens so, dass wenn man schnell einen Bericht abgegeben werden musste für einen Fördermittelgeber, morgens um 9 hieß es, wir brauchen 12, 20 Seiten, wir haben erst 3. Susi, kannst du mal schnell? Das war für mich nie ein Problem, das habe ich immer gemacht. Ich habe ganz, ganz viel immer geschrieben und alle kamen immer beim Schreiben auf mich zu. Und von daher war Schreiben für mich was ganz Normales. Und ich habe mir nicht vorstellen können, dass gerade weil das so für mich normal war, eigentlich ein Talent ist, was man nutzen kann. Und da habe ich mich auch unglaublich schwer damit getan, das als Talent anzuerkennen und anzunehmen. Ja, ist sehr interessant. Also so war es ja auch dann bei mir gewesen, so Coaching und andere Leute helfen. Das hat mir schon seit langem gelegen. Und das ist auch etwas, wo ich mich auch schon mein ganzes Leben damit beschäftigt hatte. Aber das dann auch wirklich dann erstmal mir selbst auch anzuerkennen und auch dann zu erlauben, damit auch rauszugehen und dann sogar dann nochmal Geld zu nehmen. Das ist dann nochmal etwas ganz anderes. Und ich meine, du hast jetzt auch für mich, für meinen Online-Kurs auch die ganzen Texte verfasst. Da bin ich dir auch so unglaublich dankbar. Und das ist eben etwas, was ich schreibe. Da bin ich halt, kann ich zwar gut, aber Rechtschreibung ist bei mir eine Katastrophe und das macht mir auch dann keinen Spaß. Und ich meine, das ist ja auch das Schöne bei einer Berufung, dass man dann etwas findet, was ja für einen anderen einen sehr großen Mehrwert bietet, ja, aber ein selbst eigentlich für einen eigentlich kaum eine Arbeit ist. Ja, genau das ist es auch. Ja, was würdest du sagen für diesen ganzen Prozess? Es ist eine ganze Transformation, die du ja auch durchgemacht hast. War das so der Klickmoment gewesen, wo du sagtest so, hey, das geht jetzt doch? Ja, das war es ganz genauso gewesen. Also ich habe, wie gesagt, in den Mini-Projekten auch gedacht, naja, guckst du dir das Schreiben mal an. Und dann hast du aber auf einmal gemerkt, so, das ist es. Das hat dann wirklich so, da hat es den Schalter so umgelegt, es hat Schnapp gemacht. Und seit dem Tag, seitdem ich mir auch wirklich zugestanden habe, dass Schreiben genau mein Ding ist, seit dem Tag läuft das richtig gut. Ich kriege ständig irgendwelche Anfragen rein, obwohl ich noch gar keine Werbung gemacht habe. Aber das spricht sich jetzt schon rum, dass die Leute auf mich zukommen. Ich habe jetzt nächste Woche gleich 2 Gespräche mit großen Agenturen, mit Werbeagenturen, die Texter suchen. Die sagen, ja, wir brauchen dringend jemanden und wir haben davon die gehört. Wo ich denke so, wow, ich habe noch gar keine Werbung, nichts gemacht. Und es geht jetzt schon richtig los und es fühlt sich einfach unglaublich leicht an. Es hat noch nie sich so leicht angefühlt in einem Job wie jetzt. Es ist absolut genial. Ja, schön. Du hast ja auch erzählt, du hast ja früher jetzt auch schon dich von deinen alten Arbeitgeber gekündigt oder lässt dich jetzt da auch verkündigen. Magst du die Geschichte da auch noch ein bisschen erzählen? Weil du hattest ja auch da ein bisschen Bammel gehabt und wie die denn da auch dann darauf reagiert hatten. Ja, also das war, da hatte ich wirklich ein bisschen Angst gehabt, wie das ablaufen wird, weil ich halt gesagt habe, okay, ich kann da nicht mehr zurückgehen, weil es einfach auf Arbeit katastrophal gelaufen ist. Und dann kam aber der Tag von dem ominösen Gespräch, wo man mal wirklich Butter bei die Fische geben musste. Ich bin dann zu meinem Arbeitgeber gefahren, ins Personalbüro, Personalchefin, Betriebsrat saßen da. Die sagen, ja, du bist ja schon so lange krankgeschrieben, wir müssen mit dir mal sprechen, wie es weitergeht. Wir kennen das Problem, das ist deine aktuelle Situation hier auf Arbeit. Wie schaut es denn aus? Und habe ich halt gesagt, dass ich in die Firma nicht zurückgehen kann, weil als Qualitäter habe ich immer wieder Kontakt zu genau den Leuten, die mich massivst gemobbt haben. Dann haben sie mir das genauso bestätigt und sagten, ja, haben sie auch schon so gesehen, was mein Plan B wäre. Ob ich in eine andere Firma wechseln möchte. Ich sagte, ich möchte keine Firma wechseln, ich mache mich selbstständig. Konnten sie verstehen, fanden sie richtig gut. Und was halt so das Sahnehäubchen obendrauf war, dass sie gesagt haben, dass sie mir keine Steine in den Weg legen, dass sie das alles so machen, dass ich wirklich gut starten kann. Und dann kam von meiner Personalchefin noch der Satz, wenn du dann gegründet hast, gib uns doch bitte mal deine Adresse und deine Daten. Wir würden dann gerne auf dich zukommen für nächste Aufträge. Und ich denke so, wow, so kann es auch laufen. Einfach weil wir offen ehrlich miteinander gesprochen haben
Und meine ganze Angst hat sich dann wirklich so in Wohlgefallen aufgelöst. Ja, also da möchte ich tatsächlich noch ein bisschen einhaken, weil es ist für viele Leute ein ganz sensibler Punkt. Also wäre es für mich damals auch gewesen. Für mich war es damals nur die einzige Möglichkeit, aus meinem alten Arbeitsumfeld erstmal abzuhauen. Und das war mir auch, keine Ahnung, ich hatte auch so eine große Scham gehabt, den eigentlich dann auch dann zu sagen, wo jetzt meine nächsten Schritte sind, aus Angst, dass sich da irgendwie ein blöder Spruch kommt oder sonst irgendwas. Und ich meine, jetzt einfach zu sagen, okay, ich kündige jetzt, ist ja jetzt auch nicht einfach, aber was denkst du, woran hat es gelegen, dass du jetzt das sogar noch Unterstützung erfahren hast? Ich meine, das ist ja besser geht es ja kaum. Also gerade das Kündigen ist mir aus einem anderen Grund gar nicht leicht gefallen, weil ich gebe ja damit ganz viel Sicherheit auf und ich bin alleinerziehende Mutti. Also das heißt, wenn du alleinerziehend bist und du kündigst einen sicheren Job, ist das schon mal per se was du dir nicht leicht machst, diese Entscheidung. Was mich dazu bewogen hat, dann meiner Personalchefin noch ein bisschen mehr zu erzählen, war einfach die Tatsache, dass ich halt mal wirklich mir frei von der Seele reden durfte, was alles vorgefallen war. Und dann aber auch sie mich aufgefordert hat, zu erzählen, was ich genau mache. Weil sie sagte, Schreibagentur, was machst denn du da? Und da habe ich erzählt, was ich jetzt mache mit Workbooks schreiben, mit Präsentationen, mit Blogartikeln und bin dann so ins Schwärmen geraten und dann guckt sie mich an und das ist eine Frau, die eigentlich immer sehr, sehr streng ist und von der man das Wort Berufung nicht erwartet. Und sie guckt mich an und sagt, weißt du, wenn du so vor mir sitzt, du redest von unserer Firma, da bist du ein Häufchen Elend, bist am Zittern und am Weinen. Und dann sprichst du von deiner Agentur, sagte sie, und da sitzt ein anderer Mensch vor mir. Du strahlst. Da hakte der Betriebsrat ein und sagte, ja, deine Augen leuchten richtig. Sagte, du hast deine Berufung gefunden. Sagte, für uns als Firma ist es total schade, dass wir dich gehen lassen müssen. Aber für dich hätte dir nichts Besseres passieren können. Und das war so ein Wow-Erlebnis, wo ich dann auch noch gedacht habe, so ja, und das war genau richtig, mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, Leute, ich gehe in keine andere Firma, ich mache mich selbstständig mit was komplett Neuem. Ja, das ist etwas, das berührt mich etwas. Da bekommt man quasi Unterstützung oder auch Verständnis von einer Seite, wo man sie vielleicht überhaupt nie zu träumen gewagt hätte. Ja, Genau. da fällt mir auch so das Zitat ein von Goethe, ist das, glaube ich, so: Suche nicht nach Steinen in deinem Weg, vielleicht sind auch gar keine da. Sehr passend, ja. Sehr schön. Wunderbar, Susi. Du, ich weiß, du hast es bisher noch gar nicht so weit, dass du jetzt irgendeine eigene Website hast oder sonst irgendwas. Ist auch noch gar nicht irgendwie so schlimm, aber jetzt kannst du ja auch noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wenn man jetzt schon sagt, Mensch, Susi ist mir so sympathisch, mit der, die möchte ich auch mal kennenlernen oder von der möchte ich mir auch mal ein paar Texte schreiben lassen oder sonst irgendwas. Also zumal all meine Coaching-Kollegen, ich kann dich nur da sehr weiterempfehlen. Wie kann man dich da jetzt noch am besten erreichen? Also am besten erstmal über meine ganz normale E-Mail-Adresse. Das ist mein Name, susi.hübert@gmx.net. Ich würde sagen, du schreibst das nachher noch unten rein, da verlinkst Ja, das. schreiben Der unten Name ist ein rein, ja. bisschen kompliziert. Einfach eine E-Mail schreiben und dann können wir uns gerne mal zusammensetzen via Zoom. Die Leute, die hier in meiner Region wohnen, die kann ich auch mal besuchen und fahren, das ist gar kein Problem. Erstgespräch möchte ich immer den Kunden erstmal kennenlernen, um mal zu gucken, wie tickt der Kunde, weil ich muss ja aus seiner Sicht schreiben. Dafür möchte ich den Kunden kennenlernen. Ich muss wissen, wie er so ein bisschen tickt. Brauchst du ein bisschen das Feeling für den Kunden? Also erstmal ein bisschen, wir unterhalten uns via Zoom oder persönlich. Und dann halt sagt mir der Kunde, was er möchte. Sei es jetzt wie bei dir die Texte, wo ich dann die Videos von dir genommen habe. Oder jetzt mein anderer Kunde, da habe ich jetzt einfach wirklich ein paar Brocken in den Kopf geschmissen bekommen, habe einen Blogartikel geschrieben, Grußkarten etc. Also wie es der Kunde gerade möchte. Und ich mache wirklich alles. Also ich prüfe auch jetzt zum Beispiel bei einem Kunden aktuell die Homepage auf Aktualität. Ich überarbeite die Sachen oder ich kann auch Sachen komplett neu erstellen. Und da geht es wirklich, sei es von der Präsentation, Schulungsunterlagen, Workbooks, Homepage-Texte. Und wenn es auch nur so Sachen sind wie eine Liefervorschrift oder Merkblätter, Hinweiszettel, ich bin in der ganzen Bandbreite zu Hause. Ich kenne mich auch sehr gut im Berichtswesen aus. Durch meine jahrelange Arbeit in der Forschung kann ich also auch wissenschaftliche Berichte schreiben, Fach- und Firmenartikel sowieso. Das war ja auch Standard bei uns gewesen. Also ich habe diese ganze Bandbreite und jeder Coach und Referent und auch jedes mittelständische Unternehmen, was einfach keine Zeit dafür hat, seine Unterlagen zu aktualisieren oder zu erstellen, darf das Ganze gerne an mich outsourcen. Ja, wunderbar. Ja, ist ja eigentlich so offensichtlich, dass das deine Berufung gewesen ist. Aber ja, da durften einfach noch ein paar Blockaden aus dem Weg geräumt werden. Dafür Wunderbar, bin ich Susi. sehr Ja, dankbar. sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir da Zeit genommen hast. Und ja, freue mich auch schon ganz arg darauf, wo du jetzt auch in ein paar Jahren stehen wirst, was sich da bei dir noch alles tun wird.
Danke dir, dass du dir diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Wenn du dich gefragt hast, was denn eigentlich genau die Mini-Projekte sind, über die Susi die ganze Zeit gesprochen hat, dann findest du das in einer separaten Podcast-Folge, die heißt, wie du deine Arbeit testest, werde ich dir hier in dieser Folge nochmal verlinken. Und ansonsten, wenn du es auch gerade dich in einer Situation befindest, wo du merkst, mit deiner Arbeit stimmt es schon seit sehr langem nicht mehr und du möchtest jetzt endlich mal hier Butter bei die Fische machen, wie es die Susi so schön sagt, dann lass uns quatschen. Ja, dann nehme ich mir Zeit für dich und dann finden wir heraus, ob vielleicht auch dieses Programm auch das Richtige für dich ist. Das folgt bei mir, das läuft bei mir immer wie folgt. Du kannst dich einfach auf meine Internetseite ferdinand-otto.com auf eine kostenfreie Beratungssession bewerben. Dann füllst du einfach so ein kleines Formular aus. Dann werde ich dich erstmal anrufen und wir quatschen einfach mal so 10 Minuten ganz locker. Wie ist genau gerade deine Situation und kann ich dir da überhaupt weiterhelfen? Weil dieses Programm, das ist nicht für jeden etwas. Und dann machen wir nochmal eine zweite Session, wo ich dir dann ganz genau zeige, wie ich arbeite, was so meine Werte sind und dann entscheidest du, ob das das Richtige für dich ist. Alles, wie gesagt, komplett unverbindlich und kostenlos für dich. Ich werde dir da auf jeden Fall so oder so helfen können, was dann für dich die nächsten richtigen Schritte sind. Und ja, würde mich sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen und freue mich aber auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei einer weiteren Folge vom Business Hippie Podcast. Let the Magic Happen, dein Ferdinand.